Mein Name ist Henrik Waller. Ich bin der Kindergärtner hier am Standort in Wermsdorf. Ich bin der Produktionsleiter. Ich bin für die Zucht und für die Aufzucht und Mast zuständig. Über das ganze Jahr haben wir in der Produktion Bewegung. Am Anfang war das Ei auch so bei uns. Die Zuchtgänse legen von Ende Februar bis Ende Juli 70 Eier pro Gans. Staunen muss man auf jeden Fall über die Zuchtleistung, weil die Zuchttiere, das sind Leistungssportler. Das muss man einfach so sehen. Über die Saison alle zwei Tage ein Ei zu legen und das eben über die lange Dauer durchzuhalten, das ist schon erstaunlich. Es muss immer trocken in den Nestern sein und es wird immer eine kleine Kuhle gemacht, damit eben die Gans denkt, ja, es hat sich schon eine andere Gans reingesetzt und sie weiß, dass dort ihr Nachwuchs gut aufgehoben ist. Am Ende ist es ein Nehmen und Geben. Das ist halt der Schlüssel zu einer guten Zuchtleistung. Die Eier werden gesammelt, werden in die Brüterei gebracht und werden dort künstlich bebrütet und nach 30 Tagen schlüpfen die Gössel. Wir haben den ersten Schlupf Anfang April, dann kommen die Kleinen in die Aufzuchtstelle, werden die ersten drei Wochen aufgezogen und kommen dann raus ins Grüne. Hallo. Haben also optimalste Bedingungen, es ist alles naturbelassen. So stellen wir uns die Gänsehaltung vor. Die Gänse sind in der frischen Luft, haben schönes weißes, sauberes Gefieder. Die Gänse haben ein schönes Leben. Rausgehen und baden. Wir haben draußen Tretwannen. Die Gänse betreiben dort Gefiederpflege, was eben auch dem Ursprünglichen nahe kommt, weil in dem Sinne reden wir ja von Wassergeflügel. Der Umgang mit dem Tier ist entscheidend. Jeden Tag wird darauf geachtet, dass die Abläufe immer gleichgestaltet werden, dass sich eben auch das Tier darauf einstellen kann, dass eben der Stress auf das Geringste minimiert wird. Das ist einfach eine Liebe zum Tier. Man kann die normalerweise nicht erlernen. Es muss einem irgendwo geschenkt sein. Man muss definitiv auf die Gänse hören, was die sagen. Die versuchen auch mit einem in Kontakt zu treten und die schnattern einen an. Man kann es auf jeden Fall verstehen, man kann die Laute einordnen, was eben im Stall abläuft. In der Aufzucht, wenn die Kleinen die ersten drei Wochen hinter sich haben und dann die Babystation oder den Kindergarten schon verlassen. Für mich persönlich ist das das Schönste, was wir hier bei uns jedes Jahr erleben dürfen.